So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play rein in die Souls-like-Spiele. Das dritte Let's Play jetzt hier mit Cal Kestis in Jedi Fallen Order. Sicherlich kann man lange darüber streiten, ob das eher ein Action-Abenteuerspiel ist oder ob das ein Souls-like-Spiel ist oder was für Souls-like-Elemente da verbaut sind. Aber genau darum geht es halt in diesem Stück für Stück, diese Annäherung dieses Jahr von mir rein in die Souls-like-Spiele, weil ich halt mit ziemlich vielen Personen gesprochen habe darüber, was für sie halt Souls-Spiele sind und jedes Mal andere Antworten bekam. Deswegen wäre es halt ganz gut, wenn wir uns da gemeinsam halt langsam vortasten. Und dieses Spiel ist halt im Star Wars-Universum angesiedelt. Wir haben hier Jedi Fallen Order von 2019, Überraschungserfolg von Respawn, dass Electronic Arts dann halt endlich mal gezeigt hat, dass man einfach nur gute Solo-Spiele machen muss. Solo-Spiele, nicht Solo-Spiele machen muss. Und diese guten Solo-Spiele dann eben auch am Markt erfolgreich sind. Dann muss man halt nicht immer sagen, man kann nur noch Service-Spiele machen und Mikrotransaktionen reinbauen. Wir sind in der letzten Folge gerettet worden vom Schrottplaneten Bracca. Die Zeitlinie ist hier, dass die Order 66 halt dazu geführt hat, dass der Jedi-Orden zerschlagen ist. Man als Cal Kestis, den ich jetzt leider nicht von vorne zeigen kann, Gott sei Dank hat er gerade den Kopf ein bisschen gedreht, dass wir Schrottsammler waren und uns dort versteckt haben und nun durch eine etwas unglückliche Aktion entdeckt wurden und jetzt gejagt werden als einer der Padawane, als einer der Jedi-Schüler. Das Spiel hat jetzt in meinem Kanal weniger mit Geschichte zu tun natürlich, aber es ist ein Stück Spielegeschichte, diese Souls-like-Spiele zu verstehen. Die Mantis hier ist sehr schick gestaltet, aber ist natürlich alles Science-Fiction. Nur der Punkt ist ja, Spiele haben ja auch einen historischen Einfluss auf Kultur und Medien, auf die Popkultur. Und dieses Spiel ist meiner Meinung nach wesentlich besser als Star Wars-Inhalt gelungen, als es den neueren Filmen überhaupt gelang. Und deswegen ist das halt eben auch ein spielgeschichtlich wertvolles Thema. Und für meine persönliche Spielebiografie ist es halt interessant, weil ich immer einen Bogen um die Souls-like-Spiele gemacht habe, weil alle Leute immer sagten, wie unfassbar gut man dafür sein muss. Und das sind ja so Hardcore-Spiele und so. Und deswegen begebe ich mich jetzt mal auf die Reise hier mit Let's Plays diszipliniert, um nicht bei jeder kleinen Ecke, bei jedem kleinen Widerstand mich zusammenzurollen und zu weinen, sondern eben mich intensiv reinzuarbeiten, auch in die Kampfmechanik und so. Wenn ihr in die Anmerkung unter diesem Video guckt, seht ihr halt auch die anderen beiden Let's Plays. Davor war halt, begonnen habe ich mit jetzt habe ich den Lords of the Fallen, ich kriege das immer durcheinander jetzt mit Jedi Fallen Order, ich muss da immer zweimal überlegen, von Deck 13 aus dem Jahr 2014 als guter Einsteigertitel für die Souls-Titel, weil man da so ein bisschen Grundlagen lernt und es halt ein bisschen gnädiger ist als die Souls-Spiele. Und dann mit Remnants from the Ashes, das halt eigentlich eher ein Koop-Spiel ist und auf Fernkampf gesetzt hat, auch mit Waffen und so. Und naja, gegen Ende halt nicht mehr so sehr diesen Souls-Charme versprühte, sondern eher eine Ballerorgie war, sicherlich auch einen anderen Ansatz hat. Aber trotzdem eine interessante Erfahrung. Jetzt sind wir halt storylastig und was Tolle ist, man kann hier auch jederzeit, ich habe das in der letzten Folge schon gezeigt, in den Einstellungen halt auch den Schwierigkeitsgrad verändern. Hier seht ihr das, man kann hier halt jederzeit wechseln, wenn man Probleme bekommt. Und das finde ich halt eigentlich ein super Service, weil es halt nach dem 10.12. Misserfolg, Dauermisserfolg beim Gegner dann halt trotzdem weiterspielbar ist. Und das finde ich einen guten Schritt. Jetzt jaulen wahrscheinlich wieder alle Hardcore-Fans von Souls-Titeln. Aber ich finde es immer noch besser, Menschen können Spiele zu Ende bringen, als dass man sich dem rühmen kann, dass man besser als sie ist oder so. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben ja eine Klampfe. Ja, wir wissen auch noch nicht so richtig viel über die beiden, die uns gerettet haben. Dieses Spiel ist halt auch nicht einfach nur ein Action-Rollenspiel oder Action-Abenteuerspiel, sondern es entleitet sich schon sehr viele Elemente auch aus den Souls-Spielen. Das werden wir alles noch entdecken.
Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrow T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Sehr hübsch. Das ist Bogan. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Mhm. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin... Ist hier jemand, der dich treffen möchte? Möge die Macht mit dir sein. Wer möchte uns treffen? Dann suche ich wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht sie dann mich? Möglicherweise möchte der Jedi ja nicht entdeckt werden. Ich sehe gerade so ein bisschen, das ruckelt so ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass das nachher in der Aufnahme auch so ist. Vielleicht muss ich doch von der Grafik her ein bisschen, jetzt sind wir auf episch, ein bisschen runtergraden. Die Liebe zum Detail ist halt auch großartig in diesem Spiel. Und auch sowas wie diesen Ort hier, den können wir später auch noch öffnen, glaube ich. Wir können aber auch allerdings, glaube ich, erstmal wieder reinstiefeln und nochmal ein Gespräch führen. Ich bin nämlich nicht sicher, ob man die immer führen kann. Was haben wir denn hier? Was macht der Grease? Was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Was machst du da, Kleiner? Warum schleichst du durch mein Schiff? Ich sehe mich nur mal um. Hast du nichts zu tun? Je schneller du fertig bist, desto schneller ist es für mich vorbei. Sympathisches Kerlchen. Aber die Liebe zu den Charakteren und auch die Rückbezüge auf die vorherigen Filme und die Story ist halt hier durchaus in jedem Moment spürbar. Traust du es dir? Hä? Das gehört nicht zu meinem Job. Aber wenn es dir was hilft, ich nehme auch nicht jeden Job an. Sie ist eine von den Guten. Hoffentlich hast du recht. Das habe ich meistens. Und jetzt los, Kleiner. Mhm. Ich gebe es hier auch noch was zu entdecken. Ein Speicherpunkt.
Also eine Meditationsstelle, wenn man so will. Das ist halt quasi das Äquivalent zu den Lagerfeuern bei Souls oder den Kristallen bei Remnants from the Ashes oder den Schwebekristallen bei Lords of the Fallen. Und dort kann man sich ausruhen, sich regenerieren und Fähigkeitspunkte investieren. Allerdings ist es dann halt auch so, dass die Gegner in dem Level halt auch wieder respawnen. Ja, öffnet den Fähigkeitenbaum, der sehr schön gemacht ist. Also wir sind hier quasi in seiner meditativen Umgebung und können dort unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten in bestimmte Richtungen entwickeln, die man dann halt hier nach und nach sich in diesem Muster, die sich in dieser Sternenkarte quasi ausbreiten. Ich finde auch sehr klug gelöst, wie sie quasi von der Story her mit dem Trauma begründen, dass er diese Fähigkeiten erstmal wiederentdecken muss. Also sie sind ja nicht fort. Also deswegen sieht man sie hier auch noch, sondern man muss sie wiederentdecken. Ich kann jetzt hier aber auch leider nicht irgendwie wechseln, oder? Schade. Muss ich wohl das nehmen. Wir sind verpflichtet, den Überkopfhieb zu lernen. Einmal illustriert. Achso, mit Y machen wir das, okay. Es gibt halt verschiedene Sektionen. Lichtschwert verbessern, das Überleben verbessern. Also sowas wie das Blocken und maximales Leben erhöht sich und so. Die verkettet sind und dann auch die Macht und den Zugriff auf die Macht auch zu verbessern. Das kann man dann nach und nach erlernen. Man kann dann hier halt auf X gehen und sich ausruhen. Müssen wir ja jetzt nicht, weil ich ja noch nicht gekämpft habe, sind wir noch nicht lädiert. Aber insofern sieht man hier schon mal so ein bisschen Ähnlichkeit mit diesen Speicherpunkten, die wie ein Lagerfeuer funktionieren. Man hat hier dann man kann das schäbige Schwert verändern. Man hat jetzt hier nicht viel zur Auswahl, aber man kann sich das Schwert basteln. Das ist halt mehr, also ich habe jetzt nicht gesehen, dass das außer in Zwischensequenzen irgendwo eine Rolle spielen würde. Den Schalter anpassen, wo ist er denn hier? Da vorne halt. Ja. Premium-Inhalt. Mhm, aha. Naja gut, man sieht halt auch, dass viele von diesen Sachen, die man dann im Level finden kann, nicht wirklich notwendig sind. Und man verbessert hiermit halt auch nichts, sondern es ist halt reine Ästhetik. Man kann in Kisten und versteckten Bereichen für einen kleinen Roboterbegleiter, den man später hat, neue Chassis finden, neue Klamotten, Helme und sowas. Das macht es ganz cool, weil man sich damit halt auch den Planeten anpassen kann und das ein bisschen rollenspielerischen Charakter erhält. Ich ahne, dass hier so ein bisschen auch das Potenzial drin gesucht wurde, Gott sei Dank nicht rausgeholt wurde aus dem Spiel, um Mikrotransaktionskrams einzubauen. Darauf hat man Gott sei Dank verzichtet hier, sonst wäre das Spiel halt überhaupt nicht rund geworden. Man hat hier hinten dann einen Bereich, wo man den Holotisch für die Sternkarte quasi benutzen kann. Wählst du unser nächstes Ziel? Folgt deinem Instinkt. So, dann kann man hier eine Karte auswählen, wo man sieht, was in der Umgebung ist. Wir haben ja noch nichts erkundet, aber das ist sehr hilfreich. Geh nur, Kerl. Wir warten auf dich. Ich achte auf imperiale Aktivitäten. Ihr sagtet, das Imperium wüsste nichts von diesem Ort. Ja, das stimmt. Aber das ist kein Grund für Nachlässigkeit. Wir können uns keine Fehler leisten. Auch wahr. Danke, dass ihr wachsam bleibt. Zumindest ist es ja auch so, dass sie uns, also ihn, gefunden haben. Ich gucke mir die Videos hinterher mal an, ob das mit der Performance ausreichend ist für euch. Sonst müssen wir das ein bisschen runterstellen. Wir sind jetzt auf Episch hier. Okay, schauen wir mal, was wir so finden. Wir können ja einmal den Kopf schlagen. Na, das ist doch... Wo ist denn hier? Hallo, Kleiner. Oh. Ah. Okay, jetzt habe ich das gestoppt. Das war natürlich sehr sinnvoll. Ich weiß auch nicht, wie man da jetzt... Ja,
vielleicht müssen wir mit Sicherheit neue Fähigkeiten entdecken. Ich weiß nicht, ob Rot bedeutet, dass wir sie noch nicht haben. Wahrscheinlich ist das eine Art Stoß, den wir dann losschicken müssen. Das haben wir noch nicht. Okay, aber das sind halt so Areale, in denen man dann halt auch entdecken kann, neue Fähigkeiten entdecken kann oder neue Kosmetik-Items entdecken kann. Manchmal auch neue Story-Inhalte und deswegen ist das alles das Herrliche. Ja, dieser ganze Kletterparcours hier steht uns zur freien Verfügung. Über die Seile kann man dann oft gleiten, aber das werden wir halt alles noch sehen. Ist halt sehr organisch und stimmig eigentlich gemacht, finde ich. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt... Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. Genau. Also quasi das Lagerfeuer aktivieren. BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Wie sollte der vielleicht Jedi sein? Zu jedem Star Wars-Spiel gehört natürlich auch ein cooler Begleiter. Wesentlich cooler als der BB-8-Droide, finde ich, in dem Film, ist unser kleiner Begleiter, den wir jetzt hier haben. Okay, kommen wir da irgendwie hoch? Kommen wir ins Gras hüpfen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich habe das, wie gesagt, auf der PlayStation 4 schon mal angespielt. Nur ganz so weit sogar gespielt. Aber dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Neues Ziel zur Holokarte hinzugefügt. Unser kleiner Freund übernimmt halt auch die Karte. Sehr praktisch, der Kleine. BD1 ist wirklich ein Netter. Man markiert sogar dann halt auch diese Bereiche, wo wir noch nichts machen konnten. Und wir können hier zoomen, rein und rauszoomen. Naja. Achso, müssen wir das jetzt tutorialmäßig abfrühstücken, ja? Achso. Offensichtlich müssen wir das. Wir haben hier allerdings auch, und das ist wesentlich besser geregelt als bei Remnants from the Ashes beim letzten Mal, wo man hier nur das aktuelle Niveau auf der Karte sah, in dem man sich befand, kann man hier durch die verschiedenen Höhenstufen durchschalten. Sehr hilfreich. Aber ich meine, ganz ehrlich, es hat so einen leichten Stil von Realismus, aber gleichzeitig so einen leichten Cell-Shading-Touch, wie die Serien von Star Wars. Ich finde das Ganze als im Stil sehr, sehr gut gelungen. Oh, das da drüben scheint irgendwie unfreundlich zu sein. Da kommen wir aber gar nicht hingehüpft, oder? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das war. Also wir kriegen später auch noch einen weiteren Sprung. Ich glaube, hier kommen wir nicht rüber, wenn wir darüber springen, oder? Kannst du auch mal ausprobieren. Nee. Netterweise werden wir nicht gleich umgebracht. Das ändert sich aber durchaus auch noch im Laufe dieses Spiels. Na, ich meine, darüber, wir könnten da versuchen, lang zu hangeln. Mach erstmal hier lang, mal sehen, was uns hier erwartet. Ich spüre was hier drüben. Oh, Ärger. Riesenkakerlaken oder so. Ich frag mich immer, an was mich das erinnert. Das ist ein großer Käfer. Mann. Schon ein bisschen peinlich, ne? Besonders, dass man jetzt... BD1 ist beschäftigt, wie zum Teufel, was hat ihn denn beschäftigt? Womit bist du beschäftigt, Junge? Okay. Man sieht aber auch, man nimmt hier ordentlich Schaden. Das ist jetzt nicht so, dass... Okay, ich muss, glaube ich, hier irgendwie...
Langhöpfen. Warte, das muss ich erst lernen. Ich weiß nicht. Nicht gut, dass ich jetzt schon so angeschlagen bin. Echos wahrnehmen. Was ist denn hier passiert? Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Toter Splocks. Eine Datenbank. Ein toter Splocks, der von Boggling getötet wurde, als er ihr Nest plündern wollte. Okay, was lernen wir daraus? Wir plündern nicht Boggling-Nester. Boggling-Studien auf Bugano. Das fühlt sich hier nach und nach und ist halt auch interessant zu lesen und es ist halt auch nicht nur sozusagen funktional, ist halt auch viel Hintergrund und ja, durch die seltene Gabe der Psychometrie erhält Kerl dank der Macht Informationen, wenn er bestimmte Objekte berührt. Ja, und jetzt hänge ich hier fest oder was? Dann muss ich erstmal hier wieder zurück. Hier geht's nicht weiter. Darum hat BD1 mich gewarnt. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Naja, es ginge schon weiter, wenn man die richtigen Fähigkeiten besitzt. Nämlich dieses an der Wand entlang hüpfen und das haben wir offensichtlich noch nicht. Deswegen. Das mit dem Doppelrollen, mit dem Doppelklick für Rollen ist halt aber auch echt schäbig. Okay, wo war denn unser Speicherpunkt nochmal? Wir könnten vielleicht nochmal ein bisschen Energie tanken. Oh. Okay, nächstes Mal gucke ich. Ich werde mich daran ein bisschen gewöhnen müssen. Nein, ich wollte ja ausruhen. Weil ich bei Remnants from the Ashes ja... Genau, Leben und Macht werden wiederhergestellt, Gegner sind respawned. Also so wie man es eigentlich von Lagerfeuern von Souls auch kennt. Weil beim letzten, bei Remnants from the Ashes, wir ja überhaupt nicht mehr springen konnten. Also da konnte man ja maximal rollen und wir haben ja die Fat Roll vermieden die ganze Zeit. Also das heißt, wenn man zu schwere Rüstung hat, dass man dann zu langsam rollt, um Gegnern ausweichen zu können. Aber da kommen wir nicht auf die Mitte rauf, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Ja, dass man da halt quasi so gut wie überhaupt gar nichts erklimmen konnte, beklettern konnte, das wird jetzt hier wesentlich anders. Passt ja auch zu den Fähigkeiten anders. Hier liest sehr viel besser. Da soll ich ranspringen, ja? Ich brauche mich aber nicht. Ah! Wie hast Hilfe. Du das gewusst? Halt! Hast du nicht? Hatte nicht gewusst. Machen wir wieder mal einen Speicherpunkt klar. Die muss man in jedem Fall aktivieren. Hier gibt es dann nachher halt auch noch weitere Wände, wo man dann zum Beispiel entlang laufen kann, über diese Hecken da rumhüpfen und dann am Ende da unten drin landet. Ihr seht da hinten. Gibt es ja auch was entdecken. Aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Schauen wir doch mal, ob wir da irgendwas reißen können. Wenn ich das anhalte, müsste ich doch aber eigentlich da durch können, oder? Was ist das für ein Ort? Nicht etwas, seht ihr das? Ha, ein Echo. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Forschungsnotizen. Ihr seht, das Spiel ist halt auch voller Indizien über die Hintergrundwelt und
Seitenwege und Dinge, die wir jetzt hier auch noch gar nicht entdecken können, weil wir die Fähigkeiten noch nicht haben. Also wir werden halt später auf diese Planeten wieder zurückreisen, um neue Aspekte zu entdecken. Forschungsnotizen. Sorgfältig verfasste handschriftliche Notizen über die Energiesphäre, die der Forscher aus Bogano zurückließ. Okay. Na, bleibt's jetzt dabei? Ich misstraue dem so ein bisschen, ehrlich gesagt. Die Frage ist ja nur, wie kommen wir jetzt zurück? Es dauert halt keine 2 Minuten, dann ist Herr Nolden schon wieder abgelenkt von Side-Aktivitäten und BD1 wird noch ein paar Mal entrüstet fiepen. Achso, natürlich, Büschel. Oh, dann können wir mal gucken, ob wir da wieder zurückkommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das machen. Oh, gut. Achso, wir können ja hier einfach wieder hoch. Kommen wir auch da wieder hin? BD1 ist beschäftigt. Du bist mir zu viel beschäftigt, Junge. Aber wo geht's denn da hin? Naja, lass uns mal im Moment der Haupthandlung folgen. Okay. Wir haben eine Essenz gewonnen. Das ist schon nicht schlecht. Ich hoffe, die behalten wir auch, wenn wir jetzt... Es wäre jetzt Gelegenheit gewesen, das mal auszuprobieren. Ne? Aber ich glaube schon, die Ausrüstung und was man so entdeckt, behält man auch beim Tod. Wenn man jetzt in die nächste Klippe reinspringt zum Beispiel. Ups. Och, kommt, Killing Star lang. Vorsicht da drüben. Sieht nicht sicher aus. Das ist super für jemanden mit genau wie auf dem Schrottplatz. Fallen lassen. Na. Durchhalten wir die Eins, ich komme. Sag mal. Wieso kann ich den jetzt nicht markieren? Okay. Halber Madenwurm. Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Alles zusammen. Weil ich das ja auch regelmäßiger jetzt spiele, als ich es als Familienvater damals konnte, als ich es auf der PlayStation gespielt habe. Okay, zur Freude von Tastenhaut übrigens aktuell gerade ein hervorragendes Video zur Erklärung von Geschichtswissenschaft, Historizität und Authentizität gemacht hat und Kontrafaktizität. Ihr wisst schon, was ich meine. Und warum ein modernes Geschichtsbild. Oh. Wie, da komme ich nicht durch. Ach komm, so dick ist doch Karl gar nicht. Ach so, kommt er doch da. Kann ich Ihnen nur sehr empfehlen, auf dem Kanal von Tastenhauer aktuell gerade ein Hintergrundvideo zur Geschichte und ja, eine fachliche Annäherung an das, was man gemeinhin an Vergangenheit und Geschichte so meint, in digitalen Spielen zu finden. Kann ich euch sehr empfehlen. Okay. Wie kam ich jetzt? Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Vorratsschrank. Moment, 1 und 3 fehlen uns als Notizen. Wie sie einem wieder die Wurst vor die, wie ein Köder vor die Nase halten, ne? Okay. Ja, jemand hat hier für einige Zeit gelebt und in diesem Vorratsschrank Lebensmittel aufbewahrt. Ja. Achso, ich kam auf Tastenhauer, weil bei meinem Let's Play zu Lords of the Fallen sagte er, wie schön er es eigentlich findet, das als Podcast zu hören und das wohlige Zerschlagen von Kisten. Also beste Grüße hier. Würde ihn immer an das Genre erinnern. Kommen wir mal sehen.
Was für Kleinigkeiten manchmal so Leute. Ziemlich mutig. Alles okay? Oh. Warte. Kaputt. Ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh. Schon gut. Dieses Bonding an den Schützling funktioniert halt auch viel, viel besser als alles, was man das sonst ist kaputt, im neuen Star Wars. Das sollte uns für den Moment reichen. In den neuen Star Wars Filmen erlebt hat. Unfassbar. Okay. Versuch's. Na, hast du jetzt auch eine Botschaft freigeschaltet? Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also. Erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Natürlich kann man überall sein Lichtschwert anpassen. Also, ich bin sehr dankbar, dass man das nicht zwangsläufig irgendwie machen muss. Man kann jetzt hier das Material noch anpassen und so. Und ihr seht, es gibt eine ganze Menge freizuschalten. Ist jetzt nicht zentral fürs ganze Spiel. Aber man kann auch andere Laserschwertfarben haben, wenn man denn will. Offensichtlich hat er hier das Riesenmonster, was man hinten neben dem großen Gewölbe gesehen hat, und ein paar interessante Wesen gezeichnet. Was haben wir hier? Nicht. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich finde schon selber raus. Der Eng, es wird schon gehen. Manchmal kann man auch nach oben weiter. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Also diese Machtmechanik ist aber wirklich toll eingesetzt, mit sehr viel Gefühl und Gespür für... Ja, für Star Wars-Spiele. Oder Star Wars, die Reihe. Wir können Licht machen. Also ich finde, weil sich halt auch Anzeigen so zurückhalten, finde ich das großartig und stimmungsvoll. Ich habe so ein bisschen... Gefühl, dass wir jetzt hier gleich einen auf den Kopf kriegen. Ist hier noch irgendwo was? Hier können wir seine Aura nicht spüren. Der Jedi scheint nicht viel geschlafen zu haben. Oh, fahre ich jetzt hier runter? Warte, was war das? Untersuchen. Ach, das ist. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Eigentlich auch Ranken und Laserschwert gleichzeitig? Naja, wo muss ich nicht übertragen. Oh, ich sieht man das irgendwie besser als bei mir hier. Oh. Hat sich da was durchgezwängt? Als könnte man danach irgendwann noch weiter nach oben. Was passiert eigentlich, wenn ich die Dinger hier wegkreuze? Die stehen da ja nicht umsonst, oder? Was ist das hier? Sieht eher so aus, als müsste man erst das Kabel abstellen, oder? Was meint ihr? Okay, das sollte wohl so sein. Ja, mir geht's gut. Au. Ah. Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Gut ausgerüstet, Ellen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Unsere Estus-Flakons, wenn man so will. Na schön. Und auf ein neues. Oh. Okay. Hier, komm an Bord. Ein klasse Begleiter. Tja, wie kommst du hierher? Das weißt du nicht?
Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Okay, wir haben hier die Holo-Karte, die er öffnen kann, indem wir auf dieses Fenstersymbol klicken. Wir haben den Heilmodus, der uns mit Estus-Flakons, also das, was bei Souls Estus-Flakons sind, was Heiltränke bei Lords of the Fallen war, oder diese Drachenherzen bei Remnants of the Ashes. Das heißt, wir müssen uns auch mehr von diesen Flakons verdienen, wenn wir dann weiterhin so schlecht spielen, wie ich spiele. Okay, wir haben aber in der Datenbank noch neue Einträge. Erstens, die Reise beginnt. Habe ich mir das schon angeguckt? Cal Kestis, ein ehemaliger Jedi-Padawan, hat sich seit Order 66 auf Braca versteckt. Cal hatte sich einigen Schrottsammlern angeschlossen und jahrelang im Verborgenen gelebt, gab seine Tarnung aber auf, als er die Macht nutzte, um seinen Freund Prowf oder Prowf vor einem tödlichen Sturz zu retten. Dies führte zu einem Angriff der unerbittlichen zweiten und neunten Schwester. Ach was, das waren sogar zwei unterschiedliche Schwestern. Mensch, viel Feind, fair. In letzter Sekunde wurde Cal von zwei geheimnisvollen Fremden gerettet. Cereyunda und Greed Stritus. Mittlerweile sind sie auf dem abgelegenen Planeten Borgano eingetroffen, um die Geheimnisse eines alten Gewölbes zu lüften. Was haben wir hier noch? Eins von zwei? Haben wir nur eins von zwei oder was bedeutet das? Scheinbar haben wir nur eins von zwei, oder? Ich kann jetzt nichts weiter durchscrollen hier. Okay. Schicke Klamotte natürlich. Oder ein Parker. So eine Art Han Solo-Gedächtnis-Outfit oder halt die Arbeitsklamotten. BD1 kann man auch aufmotzen. Wenn man denn gerne ungetarnt mit einem leuchtenden gelben Ding auf dem Rücken rumlaufen will. Es gibt aber nachher noch schönere Ausrüstung. Ja, auch die Mantis kann man gestalten. Ganz hübsch, finde ich. Gott sei Dank eben kein Bezahlinhalt. So. Cool ist, dass BD1 über unsere Schulter die Karte einfach in die Landschaft rein positioniert. Man kann sogar dann rumlaufen weiter. Man sollte allerdings auf Abgründe dann natürlich aufpassen. Aber man kann dadurch hervorragend, ich habe selten eine so gute Karte erlebt, hervorragend die Höhenniveaus sehen. Und man kann drehen, sich darin bewegen. Wir sehen da unseren gelben Pfeil. Es gibt eine Legende, die man natürlich auch abstellen kann, wenn man den will. Und man sieht, wohin man muss. Man sieht auch so rote Türen, durch die man noch nicht durch kann, weil einem Fähigkeiten fehlen. Da unten dieses Tor, wo ich gesagt habe, oh Mensch, da muss doch irgendwas sein oder ob wir da gleich reinfallen, das könnte man auch noch machen. Also aufmachen, sobald man die Fähigkeiten hat. Man sieht hier unten, das ist auch rot markiert, zeigt uns auch, dass wir noch nicht die Fähigkeiten haben, das zu erledigen. Wir hätten hier hinten, da wo ich vorhin überlegt habe, ich kann immer näher ran, hätte man über diese, kann man so gut genug erkennen, ja. Ne? Über die Röhre hätte man weiterklettern können und dann hier hinten rein. Da verbirgt sich allerdings, ich erinnere mich noch an die Überraschung, die sich da verbirgt. Die hat es ein bisschen in sich gesalzen. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das erledigt hatte beim letzten Mal. Okay, lasst uns reingucken. Achso, deswegen vielleicht als Disclaimer so, das ist auch kein reiner Blind-Let's Play hier. Es ist durch die lange Zeit, die ich es nicht gespielt habe, das Spiel erschien ja 2019, da liegt ja eine ganze Corona-Pandemie und eine Weltkriegszeitenwende dazwischen. Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen daran, also es dämmert mir noch, wo ich euch sinnvoll langführe manchmal, aber das wird nicht immer der Fall sein. Also nehmt es mir ab, dass ich hier noch selbst entdecke. Okay, wir sind hier gerade durchgestiefelt, ne? Durch den Gang. Kann man das hier nochmal runterlassen oder sowas? Man sieht, dass es hier auch weiter hoch geht noch. Okay, ach so, das war der Raum, wo wir waren. Jetzt wollen wir ja hier durch. Okay, und wenn wir den Analogstick nach oben drücken, kriegen wir halt einen Heilkristall, gesponsert von unserem neuen Freund BD1. Achso, hier sind wir in dem anderen Raum jetzt, da wo die Luke unten ist. Wie üblich kann man dann, das ist quasi das Äquivalent bei Souls-Spielen zur Leiter, die man dann ausklappen kann. Eine Truhe? Ist
es okay, wenn wir uns daran bedienen? Wo willst du hin? Also, was war drin? Einen neuen Sender erhalten. Eno Cordova. Du kannst Lichtschwertteile auf Werkbänken in allen Teilen der Galaxis und auf der Mantis austauschen. Das heißt, was... Ich kann euch das jetzt natürlich nicht zeigen. Nee. Achso, wir haben ja auch die Datenbank noch gar nicht zu Ende. Also Bracca, Flora und Fauna, der Ibdisschlund. Bracca ist die Heimat des Ibdisschlundes, einem Superorganismus, der oberflächlich betrachtet den Sarlachs auf Tatooine ähnelt. Die zahlreichen Münder des Ibdisschlundes sind mit einem riesigen verzweigten Verdauungssystem hunderte von Metern unter der Oberfläche von Bracca verbunden. Ihr erinnert euch an das Sarlachartige Riesenmonster von der Größenkategorie eher von Gordon Freeman trifft auf den Reaktorlevel. Und die Münder des Schlundes auf dem Schrottplatz sind auf eine unfassbare Größe angewachsen, da sie permanent mit den Materialien von Sternenschiffen gefüttert werden. Och, so ein netter. Das Imperium auf Bracca, Schrottsammlergilde. Die Schrottsammlergilde ist ein Netzwerk von Ingenieuren und Arbeitern, das mit dem galaktischen Imperium zusammenarbeitet, um Technologien, Maschinen und Infrastruktur in allen Teilen der Galaxis wiederzuverwerten und umzufunktionieren. Seit dem Aufstieg des Imperiums konzentriert sich die Schrottsammlergilde stark auf die teure, aber sehr erfolgreiche Kampagne, sämtliche Fahrzeuge, Ausrüstungsobjekte und Technologien der Republik zu beseitigen. Was nicht klug ist, man könnte ja davon lernen. Sternschiff Schrottplatz, nichts ist auf Bracca profitabler als der Handel mit Schrott. Während der Klonkriege wurden die Fabriken des Planeten für die Demontage riesiger Flaggschiffe optimiert. Bis heute ist der Planet daher trotz der Wut des Imperiums auf die Schrottsammlergilde ein Zentrum für die Entsorgung von Sternschiffen. Güterzüge auf Bracca. Die Hochgeschwindigkeitsgüterzüge auf Bracca dienen als Transportnetzwerk für den Export von Waren. Eine durchschnittliche Lieferung passiert 25 Sicherheitskontrollen, ehe sie für den Weiterverkauf in die Kernwelten exportiert wird. Ja nun. Bogano hatten wir schon. Charaktere. Kyle Kestis. Hatten wir das schon gelesen? Egal. Kyle Kestis ist ein junger Schrottsammler auf dem abgelegenen Planeten Bracca, jetzt nicht mehr, der sein dunkles Geheimnis verbirgt. Er war einmal ein Jedi Padawan. Als sein guter Freund Prof beim tragischen Unfall ums Leben zu kommen droht, nutzt Cal die Macht, um ihn zu retten. Der Vorfall entlarvt Cal jedoch als Jedi und bringt die tödlichen Inquisitoren des Imperiums auf seine Spur, denen er dank zweier neuer Freunde an Bord eines Sternschiffs mit knapper Not entkommt. Cere Yunda. Cere Yunda ist eine ehemalige Jedi, die Order 66 überlebt hat. Nach Jahren in der Einsamkeit schloss sie sich mit Sternenschiff Kapitän Greetus zusammen, um im Rahmen einer geheimen Mission den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Nachdem sie Cal vor den Inquisitoren des Imperiums gerettet hat, nimmt sie ihn unter ihre Fittiche. Da gibt es noch mehr zu lernen. Greetus, der Captain der Mantis, ist ein vierarmiger Latero. Er arbeitet für Cere Yunda und scheint sie trotz seines ansonsten eher griesgrämigen Wesens sehr zu schätzen. Nachdem er Cal of Bracca gerettet hat, akzeptiert Greets widerwillig die Freundschaft des jungen Jedi. Widerwillig die Freundschaft akzeptieren. Okay. BD1 begegnet Cal, als er den geheimnisvollen Planeten Bogano erkundet. BD1 ist neugierig, gutmütig und in gefährlichen Situationen absolut furchtlos und Cal fragt sich gar nicht, warum er ihn einfach begleitet. Er freundet sich rasch mit Cal an und scheint dem jungen Jedi zu etwas oder jemandem im Inneren des alten Gewölbes führen zu wollen, das sich am Horizont von Bogano erhebt. Die zweite Schwester. Die zweite Schwester, eine unerbittliche Inquisitorin des Imperiums, trifft auf Bracca ein, um Cal Kestis, den überlebenden Jedi Padawan, zu jagen. Da sie sadistische Spiele mit ihrer Beute liebt, tötet sie Cals Freund Prof, ehe sie ihn angreift. Cal muss fliehen und kann ihr mit knapper Not entkommen, doch die Jagd hat ja gerade erst begonnen. Wir werden sie auch wiedersehen. Die neunte Schwester. Auf Bracca schließt sich die zynische neunte Schwester der zweiten Schwester auf ihrer Jagd nach Cal Kestis an. Als mächtige Dovuten verbreitet die neunte Schwester stets Angst und Schrecken, einen Umstand, den sie offenbar genießt. Ich vermute, dass eine von den beiden, die dieser eher dickliche Ork oder sowas ist, keine Ahnung.
Jarotapal. Die Erinnerung an Kals verstorbenen Meister Jarotapal verfolgt den einzigen Padawan bis heute. Er war ein beeindruckender Lasat, der während der Klonkriege der Republik gedient hatte. Andere Charaktere. Prof. Auf Baka freundet sich ein Abednego Schrottarbeiter namens Prof mit Cal an und nimmt diesen unter seine Fittiche. Als Prof Unglück nutzt Cal die Macht. Mann, diese ganzen Namen, ey. Um ihm das Leben zu retten, gibt sich dadurch aber auch als Jedi zu erkennen. Wenig später treffen imperiale Inquisitoren ein. Das wissen wir ja alles. Und Prof opfert sich, um uns die Flucht zu ermöglichen. Haben wir noch weiteres? Nee, das war's dann mit der Datenbank. Ja, fein. Haben wir was Schönes gefunden. Und jetzt? Wir haben jetzt Schönes gefunden, aber außer einem Stromschlag noch nichts wirklich gewonnen eigentlich, oder? Da geht's weiter, oder? Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Ich fühle, dass hier gleich noch was anderes passiert. Was haben wir denn hier noch? Da muss ich doch da hinten lauert doch was. Gesagt, dicht daneben ist auch vorbei, aber es war ja gar nicht vorbei. Das Drachenviech da hinten finde ich großartig. Sich da einfach nur rumlümmelt. Klassischer Star Wars Moment. Naja, es lümmelt sich danach auch noch und regelt sich und dreht sich um und so. Mal gucken, was wir hier noch finden können. Offensichtlich ist hier der Raum darunter. Hier ist die Kuppel. Hier kamen wir raus. Sonst sehe ich nicht so richtig, dass wir noch was tun können. Wir können später, wenn wir einen Doppelsprung erlernt haben, auch über solche Elemente rüber, aber das schaffen wir jetzt noch nicht. Hier sind wir vorhin lang gekommen. Ja, BD1, ich muss doch meinen Zuschauern auch was zeigen, nicht? Ganz sicher, ob man hier mit diesen roten Leuchten auch was machen kann. Wir sind jetzt ja ganz oben. Aber es sieht so aus, als wäre das Einzige, was wir tun können, jetzt hier rüber zu segeln. Dann machen wir das doch mal. Oh, da liegt noch ein Skelett von einem dieser großen Viecher. So süß und gleichzeitig so riesig. Eine Mischung aus Rattenfisch, Marder, Molch, Fischotter. Da ist ein Speicherpunkt. Oh. Was sind denn das für Figuren hier? Du hast alles kartografiert. Nett. Ja, das hatte ich ja vorhin erklärt. Einige Wege sind Kerl versperrt, bevor er, wenn er nicht diese Fähigkeiten hat. Also wird es hier. Wo sind wir denn jetzt? Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Ja, schließe die Lokkarte. Später können wir hier an die Wand entlang hüpfen, aber. Das ist auch so ein bisschen das Erbe, wo man von Titanfall das erkennt. Wer Titanfall gespielt hat, weiß, dass man da halt in dem Shooter, in dem Multiplayer-Shooter halt auch entlang der Wände als Pilot hin und her hüpfen konnte. Oh, oh. Süß. Riesig, aber süß. Können wir da runter hüpfen? Da gibt's Ärger. Oh, das ist mir ein bisschen hoch, ehrlich gesagt. Die Frage ist, kann man hier irgendwie runter?
Oder sollte man das lieber sein lassen? Gibt es denn hier nicht irgendeinen Tipp für uns? Und was ist das denn hier für ein Ding? Kann man hier auch hochfahren? Hilft einem bitte. Ich weiß nicht, sollen wir das probieren? Ich würde ja viel lieber zu dem Speicherpunkt hinspringen, ehrlich gesagt, aber vielleicht können wir hier die Wand runter. Spinn's wohl, Junge. BD1 hilft uns auch. Bockratten. Lecker. Graben sich im Boden ein, um den Gegner zu täuschen, ehe sie angreifen. Einfach zu parieren, aber lass dich nicht umzingeln. Die gleichermaßen verbreitete wie lästige Bockratte ist ein Raubtier, das sich von kleinen Kreaturen wie Bocklingen ernährt. Ihr schlichtes Augenlicht macht sie zu einer leichten Beute für ihren natürlichen Feind, den Ogdo. Ach, wie schön. Noch ein Feind. Bockratten jagen in Rudeln und versuchen ihre Gegner durch zahlenmäßige Überlegenheit zu bezwingen. Dabei ziehen sie sich scheinbar zurück, um sich in den Boden einzugraben und um ihre arglose Beute mit einem schnellen Angriff zu überraschen. Aufgrund ihrer robusten Haut ist die Bockratte vergleichsweise resistent gegen Lichtschwertangriffe. Ach, wie schön. Okay. Oh. Eine Kiste. Oh, na gut. Hast du was gefunden, BD1? Neues Poncho-Material. Ziehen wir das doch mal an. Finde er gut? Finde er gut. Es ist halt aber ein bisschen albern, dass überall diese Kisten rumstehen. Das ist ein bisschen Stilbruch. Aber gut. Schon wieder speichern. Ruhe dich aus, um Macht zu generieren und Leben zu regenerieren. Du musst dich nicht ausruhen, um deine Fortschritte zu speichern. Ruhst du dich aus, respawn deine Gegner. Okay. Wir haben jetzt ja noch nicht so viel Schaden genommen. Da drüben sind wieder so eine Kellerasseln, ganz da hinten sind diese Rattenviecher. Ganz nach da unten. Ach kommt, Leute, da ist so viel Kropfzeug. Na gut, BD1, wenn du das sagst. Hilf mir, BD1! Oh nein! Gute Unterstützung. Ich wollte doch die Karte auch machen. Das wird mir bestimmt schon noch 30.000 Mal, wenn mir das passieren. Okay. Das scheint wirklich der einzige Weg, der sinnvolle Weg zu sein, da jetzt rüber zu gehen. Da unten hat BD1 etwas entdeckt für uns. Okay. Dann machen wir das doch. Okay. Oh. Könnte es sein, dass das da hinten ein Ogdo ist oder so? Vielleicht möchte ich dem ja jetzt gar nicht begegnen. Ach du Scheiße. Okay. Scheiße. Ich muss mir auch das Anvisieren noch angewöhnen. Ja, was mache ich mit diesem Bockdo-Ding da? Hier ist es nicht. Noch etwas? Was ist das?
Fähigkeit an. Ach du Scheiße. Ja, es sieht so aus, als kennt man das noch nicht, oder? Ja. Was ist denn das da hinten? Ein Fahrstuhl? Können wir den benutzen? Scheinbar, ne? Also ich habe jetzt noch nicht so richtig Backe auf das Riesenviech. Oh ne, da kommen wir nicht an. Wir haben die Fähigkeit zum Wandbespringen halt auch noch nicht. Ich vermute, wir müssen bei dem Mistviech vorbei. Wie schön. Komm schon. Oh, den machen wir. Achso, ich muss ja auch wegrollen. Zum Teufel. Gut gemacht. Ja, ist ein extrem gefährlicher. Ach was. Okay. Das ging immerhin schon mal besser als damals bei meinen ersten Begegnungen, obwohl ich da auf niedrigerem Schwierigkeitsgrad gespielt habe. Jetzt nochmal an die Viecher. Aber hat er das nicht eben gerade gescannt? Okay. Bist du noch da? Ich wollte doch eigentlich jetzt lesen, was es im Oppo Boko da zu lesen gibt. Ach, ist das im taktischen Leitfaden vielleicht? Ah, okay. Trenne die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen ab. Ah. Extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter. Der Ogdo ist ein extrem gefährlicher Alpha-Predator am oberen Ende der Nahrungskette auf Bogano. Die klebrige Zunge dieser Kreatur hat eine Reichweite von 8 Metern. Auf was? Die hat er ja Gott sei Dank noch gar nicht rausgeholt. Und haftet an ihrer Beute und zieht diese in den Schlund. Diese Angriffsweise ist bei den meisten Gegnern ausgesprochen effektiv. Aufgrund seiner dicken Haut widersteht der Ogdo selbst einem Lichtschwertangriff und ist im Nahkampf extrem gefährlich, da er nicht selten auf seine Beute zuspringt, um den Abstand zu verringern. Das ist ja schön zu hören. Vielen Dank für diese Information. Vielleicht ist es gar nicht so gut, da jetzt hochzuklettern, oder? Mach aber eine Karte auf. Achso, das ist jetzt aber ein Story-Areal. Ja, jetzt ist halt die Frage, was wir als nächstes für eine Fähigkeit uns suchen. Ne? Entweder diesen Machtstoß oder halt das an den Wänden entlang springen. Das fände ich auch sehr interessant. Ich würde aber sagen, Leute, lasst uns jetzt hier Schluss machen. Wir haben ungefähr eine Stunde. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und dass ihr mich begleitet mit Kai Kastis zusammen in seine Vergangenheit und in die Souls-like-artigen Spiele. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr dabei seid. Bleibt immer schön neugierig und bis zum nächsten Mal. Ciao.